Vorwort von Dao De Jing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing von Lao Tzu, übersetzt von Richard Wilhelm. Vorwort. Was wir von dem Verfasser der vorliegenden Aphorismensammlung historisch beglaubigtes Wissen geht sehr eng zusammen. Es ist so wenig, dass die Kritik vielfach gar nichts mehr davon bemerkte und ihm samt seinem Werk im Gebiet der Mythenbildung den Platz anwies. Der Name Lao Tse, unter dem er in Europa bekannt ist, ist gar kein Eigenname, sondern ein Appellativum und wird am besten übersetzt mit der Alte. Lao Tse stammt wohl aus der heutigen Provinz Honan, der südlichsten der sogenannten Nordprovinzen, und mag wohl ein halbes Jahrhundert älter gewesen sein als Kung, Konfuzius, so dass seine Geburt auf das Ende des 7. vorchristlichen Jahrhunderts fällt. Im Lauf der Zeit hatte er am kaiserlichen Hof, der damals in Luoyang in der heutigen Provinz Honan war, ein Amt als Archivar bekleidet. Als die öffentlichen Zustände sich so verschlimmerten, dass keine Aussicht auf die Herstellung der Ordnung mehr vorhanden war, soll Lao Tse sich zurückgezogen haben. Als er an den Grenzpass Han Gu gekommen sei, nach späterer Tradition auf einem schwarzen Ochsen reitend, habe ihn der Grenzbeamte Yin Hi gebeten, ihm etwas Schriftliches zu hinterlassen. Darauf habe er den Tao Te King, bestehend aus mehr als 5000 chinesischen Zeichen, niedergeschrieben und ihm übergeben. Dann sei er nach Westen gegangen, kein Mensch weiß wohin. Dass auch an diese Erzählung sich die Sage geknüpft hat, die Lao Tse nach Indien führte und dort mit dem Buddha in Berührung kommen ließ, ist verständlich. Irgendeine persönliche Berührung zwischen Lao Tse und Buddha ist jedoch vollkommen ausgeschlossen. Man hat da spätere Umstände in das historische Bild zurückgetragen. In der Han-Dynastie wenden sich mehrere Kaiser dem Studium des Tao Te King zu, so besonders Han Wen Di, 197 bis 157 vor Christus, dessen friedliche und einfache Regierungsart als direkte Frucht der Lehren des alten Weisen bezeichnet wird. Sein Sohn Han Ging Di, 156 bis 140 vor Christus, legt endlich dem Buch die Bezeichnung Tao Te King, Dao De Ging, das heißt das klassische Buch vom Sinn und Leben, bei, die es seither in China behalten hat. Die ganze Metaphysik des
Taotheking ist aufgebaut auf einer grundlegenden Intuition, die der streng begrifflichen Fixierung unzugänglich ist und die Laotse, um einen Namen zu haben, notdürftig mit dem Worte Tao, sprich Dao, bezeichnet. In Beziehung auf die richtige Übersetzung dieses Wortes herrschte von Anfang an viel Meinungsverschiedenheit. Gott, Weg, Vernunft, Wort sind nur ein paar der vorgeschlagenen Übersetzungen. Während ein Teil der Übersetzer einfach das Tao unübertragen in die europäischen Sprachen herübernimmt. Im Grunde genommen kommt auf den Ausdruck wenig an, da er ja auch für Laotse selbst nur sozusagen ein algebraisches Zeichen für etwas Unaussprechliches ist. Es sind im Wesentlichen ästhetische Gründe, die es wünschenswert erscheinen lassen, in einer deutschen Übersetzung ein deutsches Wort zu haben. Es wurde von uns durchgängig das Wort Sinn gewählt. Um hier gleich die Übersetzung des immer wiederkehrenden Wortes T, sprich D, zu rechtfertigen, so sei bemerkt, dass die chinesische Definition desselben lautet, was die Wesen erhalten, um zu entstehen, heißt De. Wir haben das Wort daher mit Leben übersetzt. Kein einziger historischer Name ist in Laozes ganzem Büchlein genannt. Er will gar nicht in der Zeitlichkeit wirken. Darum verschwimmt er für das historisch gerichtete China in nebelhafte Fernen, da ihm niemand zu folgen vermag. Und eben das ist der Grund, warum er in Europa so große Wirkungen ausübt, trotz des räumlichen und zeitlichen Abstands, der ihn von uns trennt. Er hat für sich einen Blick getan in die großen Weltzusammenhänge und hat, was er geschaut, mühsam in Worte gebracht, es gleichgesinnten Geistern der späteren Zeit überlassend, selbstständig seinen Andeutungen nachzugehen und im Weltzusammenhang selbst die Wahrheiten zu schauen, die er entdeckt. Es hat zu allen Zeiten einzelne Denker gegeben, die unter den vergänglichen Erscheinungen des menschlichen Lebens den Blick erhoben zu dem ewigen Sinn des Weltgeschehens, dessen Größe alles Denken übersteigt und die darin Ruhe gefunden haben und Leichtigkeit, die es ihnen ermöglichte, den sogenannten Ernst des Lebens nicht mehr so gar ernst zu nehmen, weil ihm kein wesentlicher Wert an und für sich innewohnt. Es ist ein Zeichen für die Höhe des Standpunkts von Laotse, dass er sich auf Andeutungen des Unaussprechlichen beschränkt, deren Verfolg jedem Einzelnen überlassen bleiben mag. Richard Wilhelm. Ende von Vorwort.
dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing von Lao Tzu, übersetzt von Richard Wilhelm. 1. Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nicht sein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis. Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten. 2. Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander, lang und kurz gestalten einander, hoch und tief verkehren einander, Stimme und Ton sich vermählen einander, vorher und nachher folgen einander. Also auch der Berufene. Er verweilt im Wirken ohne Handeln. Er übt Belehrung ohne Reden. Alle Wesen treten hervor, und er verweigert sich ihnen nicht. Er erzeugt und besitzt nicht. Er wirkt und behält nicht. Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei. Und eben weil er nicht verharrt, bleibt er nicht verlassen. 3. Die Tüchtigen nicht bevorzugen, so macht man, dass das Volk nicht streitet. Kostbarkeiten nicht schätzen, so macht man, dass das Volk nicht stiehlt. Nichts Begehrenswertes zeigen, so macht man, dass des Volkes Herz nicht wirr wird. Darum regiert der Berufene also. Er lehrt ihre Herzen und füllt ihren Leib. Er schwächt ihren Willen und stärkt ihre Knochen und macht, dass das Volk ohne Wissen und ohne Wünsche bleibt und sorgt dafür, dass jene Wissenden nicht zu handeln wagen. Er macht das Nichtmachen. So kommt alles in Ordnung. 4.
Der Sinn ist immer strömend, aber er läuft in seinem Wirken doch nie über. Ein Abgrund ist er, wie der Ahn aller Dinge. Er mildert ihre Schärfe, er löst ihre Wirrsale, er mäßigt ihren Glanz, er vereinigt sich mit ihrem Staub. Tief ist er und doch wie wirklich. Ich weiß nicht, wessen Sohn er ist. Er scheint früher zu sein als Gott. 5. Himmel und Erde sind nicht gütig. Ihnen sind die Menschen wie strohene Opferhunde. Der Berufene ist nicht gütig. Ihm sind die Menschen wie strohene Opferhunde. Der Zwischenraum zwischen Himmel und Erde ist wie eine Flöte, leer und fällt doch nicht zusammen. Bewegt kommt immer mehr daraus hervor. Aber viele Worte erschöpfen sich daran. Besser ist es, das Innere zu bewahren. 6. Der Geist des Tals stirbt nicht, das heißt das dunkle Weib. Das Tor des dunklen Weibs, das heißt die Wurzel von Himmel und Erde. Ununterbrochen wie beharrend wirkt es, ohne Mühe. 7. Der Himmel ist ewig und die Erde dauernd. Sie sind dauernd und ewig, weil sie nicht sich selber leben. Deshalb können sie ewig leben. Also auch der Berufene. Er setzt sein Selbst hintan und sein Selbst kommt voran. Er entäußert sich seines Selbst und sein Selbst bleibt erhalten. Ist es nicht also, weil er nichts Eigenes will, darum wird sein Eigenes vollendet? 8. Höchste Güte ist wie das Wasser. Des Wassers Güte ist es, allen Wesen zu nützen, ohne Streit. Es weilt an Orten, die alle Menschen verachten. Drum steht es nahe dem Sinn. Beim Wohnen zeigt sich die Güte an dem Platze. Beim Denken zeigt sich die Güte in der Tiefe. Beim Schenken zeigt sich die Güte in der Liebe. Beim Reden zeigt sich die Güte in der Wahrheit. Beim Walten zeigt sich die Güte in der Ordnung. Beim Wirken zeigt sich die Güte im Können. Beim Bewegen zeigt sich die Güte in der rechten Zeit. Wer sich nicht selbst behauptet, bleibt eben dadurch frei von Tadel. 9. Etwas festhalten wollen und dabei es überfüllen. Das lohnt der Mühe nicht. Etwas handhaben wollen und dabei es immer scharf halten, das lässt sich nicht lange bewahren. Mit Gold und Edelsteinen gefüllten Saal kann niemand beschützen. Reich und vornehm und dazu hochmütig sein,
das zieht von selbst das unglück herbei. Ist das Werk vollbracht, dann sich zurückziehen. Das ist des Himmels Sinn. 10. Kannst du deine Seele bilden, dass sie das eine umfängt, ohne sich zu zerstreuen? Kannst du deine Kraft einheitlich machen und die Weichheit erreichen, dass du wie ein Kindlein wirst? Kannst du dein geheimes Schauen so reinigen, dass es frei von Flecken wird? Kannst du die Menschen lieben und den Staat lenken, dass du ohne Wissen bleibst? Kannst du, wenn des Himmels Pforten sich öffnen und schließen, wie eine Henne sein? Kannst du mit deiner inneren Klarheit und Reinheit alles durchdringen, ohne des Handelns zu bedürfen? Erzeugen und ernähren, erzeugen und nicht besitzen, wirken und nicht behalten, mehren und nicht beherrschen, das ist geheimes Leben. 11. 30 Speichen umgeben eine Narbe. In ihrem Nichts besteht des Wagens Werk. Man höhlet Ton und bildet ihn zu Töpfen. In ihrem Nichts besteht der Töpfe Werk. Man gräbt Türen und Fenster, damit die Kammer werde. In ihrem Nichts besteht der Kammerwerk. Darum, was ist, dient zum Besitz, was nicht ist, dient zum Werk. 12. Die fünferlei Farben machen der Menschen Augen blind. Die fünferlei Töne machen der Menschen Ohren taub. Die fünferlei Würzen machen der Menschen Gaumen schal. Rennen und Jagen machen der Menschen Herzen toll. Seltene Güter machen der Menschen Wandel wirr. Darum wirkt der Berufene für den Leib und nicht fürs Auge. Er entfernt das andere und nimmt dieses. 13. Gnade ist beschämend wie ein Schreck. Ehre ist ein großes Übel wie die Person. Was heißt das? Gnade ist beschämend wie ein Schreck. Gnade ist etwas Minderwertiges. Man erlangt sie und ist wie erschrocken. Man verliert sie und ist wie erschrocken. Das heißt, Gnade ist beschämend wie ein Schreck. Was heißt das? Ehre ist ein großes Übel wie die Person. Der Grund, warum ich große Übel erfahre, ist, dass ich eine Person habe. Habe ich keine Person, was für Übel könnte ich dann erfahren? Darum. Wer in seiner Person die Welt ehrt, dem kann man wohl die Welt anvertrauen. Wer in seiner Person die Welt liebt, dem kann man wohl die Welt übergeben. 14. Man schaut nach ihm und sieht es nicht. Sein Name ist Keim.
man horcht nach ihm und hört es nicht. Sein Name ist fein. Man faßt nach ihm und fühlt es nicht. Sein Name ist klein. Diese drei kann man nicht trennen. Darum bilden sie vermischt eines. Sein oberes ist nicht Licht, sein unteres ist nicht dunkel. Ununterbrochen quellend kann man es nicht nennen. Er kehrt wieder zurück zum Nichtwesen. Das heißt die gestaltlose Gestalt, das dinglose Bild. Das heißt das Dunkel-Chaotische. Ihm entgegengehend sieht man nicht sein Antlitz. Ihm folgend sieht man nicht seine Rückseite. Wenn man festhält den Sinn des Altertums, um zu beherrschen das Sein von heute, so kann man den alten Anfang wissen, das heißt des Sinns durchgehender Faden. 15. Die vor Alters tüchtig waren als Meister, waren im Verborgenen eins mit den unsichtbaren Kräften. Tief waren sie, so daß man sie nicht kennen kann. Weil man sie nicht kennen kann, darum kann man nur mit Mühe ihr Äußeres beschreiben. Zögernd, wie wer im Winter einen Fluss durchschreitet, vorsichtig, wie wer von allen Seiten Nachbarn fürchtet, zurückhaltend wie Gäste, vergehend wie Eis, das am Schmelzen ist, einfach wie unbearbeiteter Stoff. Weit waren sie wie das Tal, undurchsichtig waren sie wie das Trübe. Wer kann, wie sie, das Trübe durch Stille allmählich klären? Wer kann, wie sie, die Ruhe durch Dauer allmählich erzeugen? Wer diesen Sinn bewahrt, begehrt nicht Fülle. Denn nur weil er keine Fülle hat, darum kann er gering sein, das Neue meiden und die Vollendung erreichen. 16. Schaffe Lehre bis zum Höchsten. Wahre die Stille bis zum Völligsten. Alle Dinge mögen sich dann zugleich erheben. Ich schaue, wie sie sich wenden. Die Dinge in all ihrer Menge, ein jedes kehrt zurück zu seiner Wurzel. Rückkehr zur Wurzel heißt Stille. Stille heißt Wendung zum Schicksal. Wendung zum Schicksal heißt Ewigkeit. Erkenntnis der Ewigkeit heißt Klarheit. Erkennt man das Ewige nicht, so kommt man in Wirrnis und Sünde. Erkennt man das Ewige, so wird man duldsam. Duldsamkeit führt zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit führt zur Herrschaft.
Herrschaft führt zum Himmel, Himmel führt zum Sinn, Sinn führt zur Dauer. Sein Leben lang kommt man nicht in Gefahr. 17. Herrscht ein ganz Großer, so weiß das Volk kaum, dass er da ist. Mindere werden geliebt und gelobt, noch mindere werden gefürchtet, noch mindere werden verachtet. Wie überlegt muss man sein in seinen Worten. Die Werke sind vollbracht, die Geschäfte gehen ihren Lauf, und die Leute denken alle, wir sind frei. 18. Geht der große Sinn zugrunde, so gibt es Sittlichkeit und Pflicht. Kommen Klugheit und Wissen auf, so gibt es die großen Lügen. Werden die Verwandten uneins, so gibt es Kindespflicht und Liebe. Geraten die Staaten in Verwirrung, so gibt es die treuen Beamten. 19. Tut ab die Heiligkeit, werft weg das Wissen, so wird das Volk hundertfach gewinnen. Tut ab die Sittlichkeit, werft weg die Pflicht, so wird das Volk zurückkehren zu Kindespflicht und Liebe. Tut ab die Geschicklichkeit, werft weg den Gewinn, so wird es Diebe und Räuber nicht mehr geben. In diesen drei Stücken ist der schöne Schein nicht ausreichend. Darum sorgt, dass die Menschen sich an etwas halten können. Zeigt Einfachheit, haltet fest die Lauterkeit, mindert Selbstsucht, verringert die Begierden, gebt auf die Gelehrsamkeit, so werdet ihr frei von Sorgen. 20. Zwischen Gewiss und Jawohl, was ist da für ein Unterschied? Zwischen Gut und Böse, was ist da für ein Unterschied? Was die Menschen ehren, muss man ehren. O Einsamkeit, wie lange dauerst du? Alle Menschen sind so strahlend, als ginge es zum großen Opfer, als stiegen sie im Frühling auf die Türme. Nur ich bin so zögernd, mir ward noch kein Zeichen, wie ein Säugling, der noch nicht lachen kann, unruhig, umgetrieben, als hätte ich keine Heimat. Alle Menschen haben Überfluss, nur ich bin wie vergessen. Ich habe das Herz eines Toren, so wirr und dunkel. Die Weltmenschen sind hell, ach so hell. Nur ich bin wie trübe. Die Weltmenschen sind klug, ach so klug. Nur ich bin wie verschlossen in mir, unruhig, ach, als wie das Meer, wirbelnd, ach, ohn Unterlass. Alle Menschen haben ihre Zwecke,
nur ich bin müßig wie ein bettler. Ich allein bin anders als die Menschen. Doch ich halte es wert, Nahrung zu suchen bei der Mutter. 21. Des großen Lebens Inhalt folgt ganz dem Sinn. Der Sinn bewirkt die Dinge so chaotisch, so dunkel. Chaotisch dunkel sind in ihm Bilder. Dunkel, chaotisch sind in ihm Dinge. Unergründlich finster ist in ihm Same. Dieser Same ist ganz wahr. In ihm ist Zuverlässigkeit. Von alters bis heute sind die Namen nicht zu entbehren, um zu überschauen alle Dinge. Woher weiß ich aller Dinge Art? Eben durch sie. Ende von 21. Abschnitt 22 bis 39 von Dao De Jing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing von Lao Tzu, übersetzt von Richard Wilhelm. 22. Was halb ist, wird ganz werden. Was krumm ist, wird gerade werden. Was leer ist, wird voll werden. Was alt ist, wird neu werden. Wer wenig hat, wird bekommen. Wer viel hat, wird benommen. Also auch der Berufene. Er umfasst das eine und ist der Welt Vorbild. Er will nicht selber scheinen, darum wird er erleuchtet. Er will nichts selber sein, darum wird er herrlich. Er rühmt sich selber nicht, darum vollbringt er Werke. Er tut sich nicht selber hervor, darum wird er erhoben. Denn wer nicht streitet, mit dem kann niemand auf der Welt streiten. Was die Alten gesagt, was halb ist, soll voll werden, ist fürwahr kein leeres Wort. Alle wahre Vollkommenheit ist darunter befasst. 23. Macht selten die Worte, dann geht alles von selbst. Ein Wirbelsturm dauert keinen Morgen lang. Ein Platzregen dauert keinen Tag. Und wer wirkt diese? Himmel und Erde. Was nun selbst Himmel und Erde nicht dauernd vermögen, wie viel weniger kann das der Mensch? Darum, wenn du an dein Werk gehst mit dem Sinn, so wirst du mit denen so den Sinn haben, eins im Sinn, mit denen so das Leben haben, eins im Leben, mit denen so arm sind, eins in ihrer Armut.
bist du eins mit ihnen im sinn, so kommen dir die, so den sinn haben, auch freudig entgegen. Bist du eins mit ihnen im leben, so kommen dir die, so das leben haben, auch freudig entgegen. Bist du eins mit ihnen in ihrer Armut, so kommen dir die, so da arm sind, auch freudig entgegen. Wo aber der Glaube nicht stark genug ist, da findet man keinen Glauben. 24. Wer auf den Zehen steht, steht nicht fest. Wer mit gespreizten Beinen geht, kommt nicht voran. Wer selber scheinen will, wird nicht erleuchtet. Wer selber etwas sein will, wird nicht herrlich. Wer selber sich rühmt, vollbringt nicht Werke. Wer selber sich hervortut, wird nicht erhoben. Er ist für den Sinn wie Küchenabfall und Eiterbeule, und auch die Geschöpfe alle hassen ihn. Darum, wer den Sinn hat, weilt nicht dabei. 25. Es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos vollendet. Bevor der Himmel und die Erde waren, ist es schon da, so still, so einsam. Allein steht es und ändert sich nicht. Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht. Man kann es nennen die Mutter der Welt. Ich weiß nicht seinen Namen. Ich bezeichne es als Sinn. Mühsam einen Namen ihm gebend, nenne ich es groß. Groß, das heißt immer bewegt. Immer bewegt, das heißt ferne. Ferne, das heißt zurückkehrend. So ist der Sinn groß, der Himmel groß, die Erde groß, und auch der Mensch ist groß. Vier große gibt es im Raume, und der Mensch ist auch darunter. Der Mensch richtet sich nach der Erde. Die Erde richtet sich nach dem Himmel. Der Himmel richtet sich nach dem Sinn. Der Sinn richtet sich nach sich selber. 26. Das Gewichtige ist des leichten Wurzel. Die Stille ist der Unruhe Herr. Also auch der Berufene. Er wandert den ganzen Tag, ohne sich vom schweren Gepäck zu trennen. Mag er auch alle Herrlichkeiten vor Augen haben, er weilt zufrieden in seiner Einsamkeit. Wie viel weniger erst darf der Herr des Reiches in seiner Person den Erdkreis leicht nehmen? Durch Leichtnehmen verliert man die Wurzel, durch Unruhe verliert man die Herrschaft. 27. Ein guter Wanderer lässt keine Spur zurück. Ein guter Redner braucht nichts zu widerlegen. Ein guter Rechner braucht keine Rechenstäbchen.
ein guter schließer braucht nicht schloß noch schlüssel und doch kann niemand auftun. Ein guter Binder braucht nicht Strick noch Bänder und doch kann niemand lösen. Der Berufene versteht es immer gut, die Menschen zu retten. Darum gibt es für ihn keine verworfenen Menschen. Er versteht es immer gut, die Dinge zu retten. Darum gibt es für ihn keine verworfenen Dinge. Das heißt, die Klarheit erben. So sind die guten Menschen die Lehrer der Nichtguten, und die nichtguten Menschen sind der Stoff für die Guten. Wer seine Lehrer nicht wert hielte und seinen Stoff nicht liebte, der wäre bei allem Wissen in schwerem Irrtum. Das ist das große Geheimnis. 28. Wer seine Mannheit kennt und seine Weibheit wahrt, der ist die Schlucht der Welt. So verlässt ihn nicht das ewige Leben, und er wird wieder wie ein Kind. Wer seine Reinheit kennt und seine Schwäche wahrt, ist Vorbild für die Welt. Ist Vorbild er der Welt, so weicht von ihm nicht das ewige Leben, und er kehrt wieder zum Ungewordenen um. Wer seine Ehre kennt und seine Schmach bewahrt, der ist das Tal der Welt. Ist er das Tal der Welt, so hat er Genüge am ewigen Leben, und er kehrt zurück zur Einfalt. Ist die Einfalt zerstreut, so gibt es brauchbare Menschen. Übt der Berufene sie aus, so wird er der Herr der Beamten. Darum, großartige Gestaltung bedarf nicht des Beschneidens. 29. Die Welt erobern und behandeln wollen, ich habe erlebt, dass das misslingt. Die Welt ist ein geistiges Ding, das man nicht behandeln darf. Wer sie behandelt, verdirbt sie. Wer sie festhalten will, verliert sie. Die Dinge gehen bald voran, bald folgen sie. Bald hauchen sie warm, bald blasen sie kalt. Bald sind sie stark, bald sind sie dünn. Bald schwimmen sie oben, bald stürzen sie. Darum meidet der Berufene das zu sehr, das zu viel, das zu groß. 30. Wer im rechten Sinn einem Menschenherrscher hilft, vergewaltigt nicht durch Waffen die Welt, denn die Handlungen kommen auf das eigene Haupt zurück. Wo die Heere geweilt haben, wachsen Disteln und Dornen. Hinter den Kämpfen her kommen immer Hungerjahre. Darum sucht der Tüchtige nur Entscheidung, nichts weiter. Er wagt nicht, durch Gewalt zu erobern. Entscheidung ohne sich zu brüsten,
Entscheidung, ohne sich zu rühmen, Entscheidung, ohne stolz zu sein, Entscheidung, weil's nicht anders geht, Entscheidung, ferne von Gewalt. 31. Waffen sind unheilvolle Geräte, alle Wesen hassen sie wohl. Darum will der, der den rechten Sinn hat, nichts von ihnen wissen. Der Edle in seinem gewöhnlichen Leben achtet die Linke als Ehrenplatz. Beim Waffenhandwerk ist die Rechte der Ehrenplatz. Die Waffen sind unheilvolle Geräte, nicht Geräte für den Edlen. Nur wenn er nicht anders kann, gebraucht er sie. Ruhe und Frieden sind ihm das Höchste. Er siegt, aber er freut sich nicht daran. Wer sich daran freuen wollte, würde sich ja des Menschenmordes freuen. Wer sich des Menschenmordes freuen wollte, kann nicht sein Ziel erreichen in der Welt. Bei Glücksfällen achtet man die Linke als Ehrenplatz. Bei Unglücksfällen achtet man die Rechte als Ehrenplatz. Der Unterfeldherr steht zur Linken, der Oberführer steht zur Rechten. Das heißt, er nimmt seinen Platz ein nach dem Brauch der Trauerfeiern. Menschen töten in großer Zahl, das soll man beklagen mit Tränen des Mitleids. Wer im Kampfe gesiegt, der soll wie bei einer Trauerfeier weilen. 32. Der Sinn als Ewiger ist namenlose Einfalt. Obwohl klein, wagt die Welt, ihn nicht zum Diener zu machen. Wenn Fürsten und Könige ihn so wahren könnten, so würden alle Dinge sich als Gäste einstellen. Himmel und Erde würden sich vereinen, um süßen Tau zu träufeln. Das Volk würde ohne Befehle von selbst ins Gleichgewicht kommen. Wenn die Gestaltung beginnt, dann erst gibt es Namen. Die Namen erreichen auch das Sein, und man weiß auch noch, wo Halt zu machen ist. Weiß man, wo Halt zu machen ist, so kommt man nicht in Gefahr. Man kann das Verhältnis des Sinns zur Welt vergleichen mit den Bergbächen und Talwassern, die sich in Ströme und Meere ergießen. 33. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selber kennt, ist weise. Wer andere besiegt, hat Kraft. Wer sich selber besiegt, ist stark. Wer sich durchsetzt, hat Willen. Wer sich genügen lässt, ist reich. Wer seinen Platz nicht verliert, hat Dauer. Wer auch im Tode nicht untergeht, der lebt. 34. Der große Sinn ist überströmend.
er kann zur Rechten sein und zur Linken. Alle Dinge verdanken ihm ihr Dasein, und er verweigert sich ihnen nicht. Ist das Werk vollbracht, so heißt er es nicht seinen Besitz. Er kleidet und nährt alle Dinge und spielt nicht ihren Herrn. Sofern er ewig nicht begehrend ist, kann man ihn als klein bezeichnen. Sofern alle Dinge von ihm abhängen, ohne ihn als Herrn zu kennen, kann man ihn als groß bezeichnen. Also auch der Berufene. Niemals macht er sich groß. Darum bringt er sein großes Werk zustande. 35. Wer festhält das große Urbild, zu dem kommt die Welt. Sie kommt und wird nicht verletzt in Ruhe, Gleichheit und Seligkeit. Musik und Köder, sie machen wohl den Wanderer auf seinem Wege anhalten. Der Sinn geht aus dem Munde hervor, milde und ohne Geschmack. Du blickst nach ihm und siehst nichts Sonderliches. Du horchst nach ihm und hörst nichts Sonderliches. Du handelst nach ihm und findest kein Ende. 36. Was du zusammendrücken willst, das musst du erst richtig sich ausdehnen lassen. Was du schwächen willst, das musst du erst richtig stark werden lassen. Was du vernichten willst, das musst du erst richtig aufblühen lassen. Wem du nehmen willst, dem musst du erst richtig geben. Das heißt Klarheit über das Unsichtbare. Das Weiche siegt über das Harte, das Schwache siegt über das Starke. Den Fisch darf man nicht der Tiefe entnehmen. Des Reiches Förderungsmittel darf man nicht den Leuten zeigen. 37. Der Sinn ist ewig ohne Machen, und nichts bleibt ungemacht. Wenn Fürsten und Könige ihn zu wahren verstehen, so werden alle Dinge sich von selber gestalten. Gestalten sie sich und es erheben sich die Begierden, so würde ich sie bannen durch namenlose Einfalt. Namenlose Einfalt bewirkt Wunschlosigkeit. Wunschlosigkeit macht still, und die Welt wird von selber recht. 38. Wer das Leben hochhält, weiß nichts vom Leben. Darum hat er Leben. Wer das Leben nicht hochhält, sucht das Leben nicht zu verlieren. Darum hat er kein Leben. Wer das Leben hochhält, handelt nicht und hat keine Absichten. Wer das Leben nicht hochhält, handelt und hat Absichten. Wer die Liebe hochhält, handelt,
aber hat keine Absichten. Wer die Gerechtigkeit hochhält, handelt und hat Absichten. Wer die Sitte hochhält, handelt. Und wenn ihm jemand nicht erwidert, so fuchtelt er mit den Armen und holt ihn heran. Darum ist der Sinn verloren, dann das Leben. Ist das Leben verloren, dann die Liebe. Ist die Liebe verloren, dann die Gerechtigkeit. Ist die Gerechtigkeit verloren, dann die Sitte. Die Sitte ist Treu und Glaubensdürftigkeit und der Verwirrung Anfang. Vorherwissen ist des Sinnes Schein und der Torheit Beginn. Darum bleibt der rechte Mann beim Völligen und nicht beim Dürftigen. Er wohnt im Sein und nicht im Schein. Er tut das andere ab und hält sich an dieses. 39. Die einst das eine erlangten. Der Himmel erlangte das eine und wurde rein. Die Erde erlangte das eine und wurde fest. Die Götter erlangten das eine und wurden mächtig. Das Tal erlangte das eine und erfüllte sich. Alle Dinge erlangten das eine und entstanden. Könige und Fürsten erlangten das eine und wurden das Vorbild der Welt. Das alles ist durch das eine bewirkt. Wäre der Himmel nicht rein dadurch, so müsste er bersten. Wäre die Erde nicht fest dadurch, so müsste sie wanken. Wären die Götter nicht mächtig dadurch, so müssten sie erstarren. Wäre das Tal nicht erfüllt dadurch, so müsste es sich erschöpfen. Wären alle Dinge nicht erstanden dadurch, so müssten sie erlöschen. Wären die Könige und Fürsten nicht erhaben dadurch, so müssten sie stürzen. Darum, das Edle hat das Geringe zur Wurzel. Das Hohe hat das Niedrige zur Grundlage. Also auch die Fürsten und Könige. Sie nennen sich einsam, verwaist, Wenigkeit. Dadurch bezeichnen sie das Geringe als ihre Wurzel. Oder ist es nicht so? Denn ohne die einzelnen Bestandteile eines Wagens gibt es keinen Wagen. Wünsche nicht das glänzende Gleißen des Juwels, sondern die rohe Rauheit des Steins. Ende von 39. Abschnitt 40 bis 61 von Dao De Jing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing,
von Lao Tsi, übersetzt von Richard Wilhelm. 40. Rückkehr ist die Bewegung des Sinns. Schwachheit ist die Wirkung des Sinns. Alle Dinge unter dem Himmel entstehen im Sein. Das Sein entsteht im Nichtsein. 41. Wenn ein Weiser höchster Art vom Sinn hört, so ist er eifrig und tut danach. Wenn ein Weiser mittlerer Art vom Sinn hört, so glaubt er halb, halb zweifelt er. Wenn ein Weiser niedriger Art vom Sinn hört, so lacht er laut darüber. Wenn er nicht laut lacht, so war es noch nicht der eigentliche Sinn. Darum hat ein Spruchdichter die Worte: Der klare Sinn erscheint dunkel, der Sinn des Fortschritts erscheint als Rückzug, das höchste Leben erscheint als Tal, der ebene Sinn erscheint rau, die höchste Reinheit erscheint als Schmach, das weite Leben erscheint als ungenügend, das starke Leben erscheint verstohlen, das wahre Wesen erscheint veränderlich, das große Gefiert hat keine Ecken, das große Gerät wird spät vollendet. Der große Ton hat unhörbaren Laut. Das große Bild hat keine Form. Der Sinn in seiner Verborgenheit ist ohne Namen. Und doch ist gerade der Sinn gut im Spenden und Vollenden. 42. Der Sinn erzeugt die Eins. Die Eins erzeugt die Zwei. Die Zwei erzeugt die Drei. Die Drei erzeugt alle Dinge. Alle Dinge haben im Rücken das Dunkle und streben nach dem Licht. Und die strömende Kraft gibt ihnen Harmonie. Was die Menschen hassen, ist Verlassenheit, Einsamkeit, Wenigkeit. Und doch wählen Fürsten und Könige sie zu ihrer Selbstbezeichnung. Denn die Dinge werden entweder durch Verringerung vermehrt oder durch Vermehrung verringert. Was andere lehren, lehre ich auch. Die Starken sterben nicht eines natürlichen Todes. Das will ich zum Ausgangspunkt meiner Lehre machen. 43. Das Allerweichste auf Erden überholt das Allerhärteste auf Erden. Das Nichtseiende dringt auch noch ein in das, was keinen Zwischenraum hat. Daran erkennt man den Wert des Nichthandelns. Die Belehrung ohne Worte, den Wert des Nichthandelns, erreichen nur wenige auf Erden. 44. Der Name oder die Person, was steht näher? Die Person oder der Besitz,
was ist mehr? Gewinnen oder verlieren, was ist schlimmer? Nun aber, wer sein Herz an anderes hängt, verbraucht notwendig Großes. Wer viel sammelt, verliert notwendig Wichtiges. Wer sich genügen lässet, kommt nicht in Schande. Wer Einhalt zu tun weiß, kommt nicht in Gefahr und kann so ewig dauern. 45. Große Vollendung muss wie unzulänglich erscheinen, so wird sie unendlich in ihrer Wirkung. Große Fülle muss wie strömend erscheinen, so wird sie unerschöpflich in ihrer Wirkung. Große Geradheit muss wie krumm erscheinen, große Begabung muss wie dumm erscheinen, große Beredsamkeit muss wie stumm erscheinen. Bewegung überwindet die Kälte, Stille überwindet die Hitze. Reinheit und Stille sind der Welt Richtmaß. 46. Wenn der Sinn herrscht auf Erden, so tut man die Rennpferde ab zum Dung führen. Wenn der Sinn abhanden ist auf Erden, so werden Kriegsrosse gezüchtet auf dem Anger. Es gibt keine größere Sünde als viele Wünsche. Es gibt kein größeres Übel als kein Genüge kennen. Es gibt keinen größeren Fehler als haben wollen. Darum, das Genügen der Genügsamkeit ist dauerndes Genügen. 47. Ohne aus der Tür zu gehen, kennt man die Welt. Ohne aus dem Fenster zu schauen, sieht man den Sinn des Himmels. Je weiter einer hinausgeht, desto geringer wird sein Wissen. Darum braucht der Berufene nicht zu gehen und weiß doch alles. Er braucht nicht zu sehen und ist doch klar. Er braucht nichts zu machen und vollendet doch. 48. Wer das Lernen übt, vermehrt täglich. Wer den Sinn übt, vermindert täglich. Er vermindert und vermindert, bis er schließlich ankommt beim Nichtsmachen. Beim Nichtsmachen bleibt nichts ungemacht. Das Reich erlangen kann man nur, wenn man immer frei bleibt von Geschäftigkeit. Die viel Beschäftigten sind nicht geschickt, das Reich zu erlangen. 49. Der Berufene hat kein eigenes Herz. Er macht das Herz der Leute zu seinem Herzen. Zu den Guten bin ich gut, zu den Nichtguten bin ich auch gut, denn das Leben ist die Güte. Zu den Treuen bin ich treu, zu den Untreuen bin ich auch treu, denn das Leben ist die Treue. Der Berufene lebt in der Welt ganz still
und macht sein Herz für die Welt weit. Die Leute alle blicken und horchen nach ihm. Und der Berufene nimmt sie alle an als seine Kinder. 50. Ausgehen ist Leben, eingehen ist Tod. Gesellen des Lebens gibt es 3 unter 10. Gesellen des Todes gibt es 3 unter 10. Menschen, die leben und dabei sich auf den Ort des Todes zubewegen, gibt es auch 3 unter 10. Was ist der Grund davon? Weil sie ihres Lebens Steigerung erzeugen wollen. Ich habe wohl gehört, wer gut das Leben zu führen weiß, der wandert über Land und trifft nicht Nashorn noch Tiger. Er schreitet durch ein Heer und meidet nicht Panzer und Waffen. Das Nashorn findet nichts, worein es sein Horn bohren kann. Der Tiger findet nichts, darein er seine Krallen schlagen kann. Die Waffe findet nichts, das ihre Schärfe aufnehmen kann. Warum das? Weil er keine sterbliche Stelle hat. 51. Der Sinn erzeugt, das Leben nährt, die Umgebung gestaltet, die Einflüsse vollenden. Darum ehren alle Wesen den Sinn und schätzen das Leben. Der Sinn wird geehrt, das Leben wird geschätzt, ohne äußere Ernennung, ganz von selbst. Also, der Sinn erzeugt, das Leben nährt, lässt wachsen, pflegt, vollendet, hält, bedeckt und schirmt. 52. Die Welt hat einen Anfang, das ist die Mutter der Welt. Wer die Mutter findet, um ihre Söhne zu kennen, wer ihre Söhne kennt und sich wieder zur Mutter wendet, der kommt sein Leben lang nicht in Gefahr. Wer seinen Mund schließt und seine Pforten zumacht, der kommt sein Leben lang nicht in Mühen. Wer seinen Mund auftut und seine Geschäfte in Ordnung bringen will, dem ist sein Leben lang nicht zu helfen. Das kleinste Sehen heißt klar sein. Die Weisheit wahren heißt stark sein. Wenn man sein Licht benützt, um zu dieser Klarheit zurückzukehren, so bringt man seine Person nicht in Gefahr. Das heißt die Hülle der Ewigkeit. 53. Wenn ich wirklich weiß, was es heißt, im großen Sinn zu leben, so ist es vor allem die Geschäftigkeit, die ich fürchte. Wo die großen Straßen schön und eben sind, aber das Volk Seitenwege liebt. Wo die Hofgesetze streng sind, aber die Felder voll Unkraut stehen. Wo die Scheunen ganz leer sind, aber die Kleidung schmuck und prächtig ist,
wo jeder ein scharfes schwert im gürtel trägt, wo man heikel ist im essen und trinken und güter im überfluß sind, da herrscht Verwirrung, nicht Regierung. 54. Was gut gepflanzt ist, wird nicht ausgerissen. Was gut festgehalten wird, wird nicht entgehen. Wer sein Gedächtnis Söhnen und Enkeln hinterlässt, hört nicht auf. Wer seine Person gestaltet, dessen Leben wird wahr. Wer seine Familie gestaltet, dessen Leben wird völlig. Wer seine Gemeinde gestaltet, dessen Leben wird wachsen. Wer sein Land gestaltet, dessen Leben wird reich. Wer die Welt gestaltet, dessen Leben wird weit. Darum, nach deiner Person beurteile die Person des andern. Nach deiner Familie beurteile die Familie der andern. Nach deiner Gemeinde beurteile die Gemeinde der andern. Nach deinem Land beurteile das Land der andern. Nach deiner Welt beurteile die Welt der andern. Wie weiß ich die Beschaffenheit der Welt? Eben durch dies. 55. Wer festhält des Lebens Völligkeit, der gleicht einem neugeborenen Kindlein. Giftige Schlangen stechen es nicht, reißende Tiere packen es nicht, Raubvögel stoßen nicht nach ihm. Seine Knochen sind schwach, seine Sehnen weich, und doch kann es fest zugreifen. Es weiß noch nichts von Mann und Weib, und doch regt sich sein Blut, weil es des Samens Fülle hat. Es kann den ganzen Tag schreien, und doch wird seine Stimme nicht heiser, weil es des Friedens Fülle hat. Den Frieden erkennen heißt ewig sein, die Ewigkeit erkennen heißt klar sein. Das Leben mehren nennt man Glück. Für sein Begehren seine Kraft einsetzen nennt man stark. Sind die Dinge stark geworden, altern sie. Denn das ist Widersinn, und Widersinn ist nahe dem Ende. 56. Der Wissende redet nicht, der Redende weiß nicht. Man muss seinen Mund schließen und seine Pforten zumachen, seinen Scharfsinn abstumpfen, seine wirren Gedanken auflösen, sein Licht mäßigen, sein Irdisches gemeinsam machen. Das heißt verborgene Gemeinsamkeit mit dem Sinn. Wer die hat, den kann man nicht beeinflussen durch Liebe und kann ihn nicht beeinflussen durch Kälte. Man kann ihn nicht beeinflussen durch Gewinn und kann ihn nicht beeinflussen
durch Schaden. Man kann ihn nicht beeinflussen durch Herrlichkeit und kann ihn nicht beeinflussen durch Niedrigkeit. Darum ist er der Herrlichste auf Erden. 57. Zur Leitung des Staates braucht man Regierungskunst, zum Waffenhandwerk braucht man außerordentliche Begabung. Um aber die Welt zu gewinnen, muss man frei sein von Geschäftigkeit. Woher weiß ich, dass es also mit der Welt steht? Je mehr es Dinge in der Welt gibt, die man nicht tun darf, desto mehr verarmt das Volk. Je mehr die Menschen scharfe Geräte haben, desto mehr kommen Haus und Staat ins Verderben. Je mehr die Leute Kunst und Schlauheit pflegen, desto mehr erheben sich böse Zeichen. Je mehr die Gesetze und Befehle prangen, desto mehr gibt es Diebe und Räuber. Darum spricht ein Berufener: Wenn wir nichts machen, so wandelt sich von selbst das Volk. Wenn wir die Stille lieben, so wird das Volk von selber recht. Wenn wir nichts unternehmen, so wird das Volk von selber reich. Wenn wir keine Begierden haben, so wird das Volk von selber einfältig. 58. Wessen Regierung still und unaufdringlich ist, dessen Volk ist aufrichtig und ehrlich. Wessen Regierung scharfsinnig und stramm ist, dessen Volk ist hinterlistig und unzuverlässig. Das Unglück ist's, worauf das Glück beruht. Das Glück ist es, worauf das Unglück lauert. Wer erkennt aber, dass es das Höchste ist, wenn nicht geordnet wird? Denn sonst verkehrt die Ordnung sich in Wunderlichkeiten, und das Gute verkehrt sich in Aberglaube. Und die Tage der Verblendung des Volkes dauern wahrlich lange. Also auch der Berufene. Er ist Vorbild, ohne zu beschneiden. Er ist gewissenhaft, ohne zu verletzen. Er ist echt, ohne Willkürlichkeiten. Er ist Licht, ohne zu blenden. 59. Bei der Leitung der Menschen und beim Dienst des Himmels gibt es nichts Besseres als Beschränkung. Denn nur durch Beschränkung kann man frühzeitig die Dinge behandeln. Durch frühzeitiges Behandeln der Dinge sammelt man doppelt die Kräfte des Lebens. Durch diese verdoppelten Kräfte des Lebens ist man jeder Lage gewachsen. Ist man jeder Lage gewachsen, so kennt niemand unsere Grenzen. Wenn niemand unsere Grenzen kennt, können wir die Welt besitzen. Besitzt man die Mutter der Welt, so gewinnt man ewige Dauer.
das ist der sinn der tiefen wurzel des ewigen daseins des festen grundes und des dauernden schauens. 60. Ein großes land muß man leiten wie man kleine fischlein brät. Wenn man die welt verwaltet nach dem sinn, dann gehen die abgeschiedenen nicht als geister um. Nicht, daß die abgeschiedenen keine geister wären, doch ihre geister schaden den menschen nicht. Nicht nur die geister schaden den menschen nicht, auch der berufene schadet ihnen nicht. Wenn nun diese beiden mächte einander nicht verletzen, so vereinigen sich ihre Lebenskräfte in ihrer Wirkung. 61. Indem ein großes Reich sich stromabwärts hält, wird es die Vereinigung der Welt. Es ist das Weibliche der Welt. Das Weibliche siegt immer durch seine Stille über das Männliche. Durch seine Stille hält es sich unten. Wenn so das große Reich sich unter das kleine stellt, so gewinnt es dadurch das kleine Reich. Wenn das kleine Reich sich unter das große stellt, so wird es dadurch von dem großen Reich gewonnen. So wird das eine dadurch, dass es sich unten hält, gewinnen, und das andere dadurch, dass es sich unten hält, gewonnen. Das große Reich will nichts anderes als die Menschen vereinigen und nähren. Das kleine Reich will nichts anderes als sich beteiligen am Dienst der Menschen. So erreicht jedes, was es will. Aber das Große muss unten bleiben. Ende von 61. Abschnitt 62 bis 81 von Dao De Jing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing von Lao Tzu, übersetzt von Richard Wilhelm. 62. Der Sinn ist aller Dinge Heimat, der guten Menschen Schatz, der nicht guten Menschen Schutz. Mit schönen Worten kann man zu Markte gehen, mit ehrenhaftem Wandel kann man sich vor andern hervortun. Aber die nicht guten unter den Menschen, warum sollte man die wegwerfen? Darum ist der Herrscher eingesetzt, und die Fürsten haben ihr Amt. Ob man auch Zepter von Juwelen hätte, um sie im feierlichen Viererzug zu übersenden, nicht kommt das der Gabe gleich, wenn man diesen Sinn auf seinen Knien dem Herrscher darbringt. Warum hielten die Alten diesen Sinn so wert?
ist es nicht deshalb, daß es von ihm heißt: Wer bittet, der empfängt. Wer Sünden hat, dem werden sie vergeben. Darum ist er das Köstlichste auf Erden. 63. Wer das Nichthandeln übt, sich mit Beschäftigungslosigkeit beschäftigt, Geschmack findet an dem, was nicht schmeckt, der sieht das Große im Kleinen und das Viele im Wenigen. Er vergilt Groll durch Leben. Plane das Schwierige da, wo es noch leicht ist. Tue das Große da, wo es noch klein ist. Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes. Alles Große auf Erden beginnt stets als Kleines. Darum tut der Berufene nie etwas Großes, so kann er seine großen Taten vollenden. Wer leicht verspricht, hält sicher selten Wort. Wer vieles leicht nimmt, hat sicher viele Schwierigkeiten. Darum bedenkt der Berufene die Schwierigkeiten, so hat er nie Schwierigkeiten. 64. Was noch ruhig ist, lässt sich leicht ergreifen. Was noch nicht hervortritt, lässt sich leicht bedenken. Was noch zart ist, lässt sich leicht zerbrechen. Was noch klein ist, lässt sich leicht zerstreuen. Man muss wirken auf das, was noch nicht da ist. Man muss ordnen, was noch nicht in Verwirrung ist. Ein Baum von einem Klafter Umfang entsteht aus einem haarfeinen Helmchen. Ein 9 Stufen hoher Turm entsteht aus einem Häufchen Erde. Eine 1000 Meilen weite Reise beginnt vor deinen Füßen. Wer handelt, verdirbt es. Wer festhält, verliert es. Also auch der Berufene. Er handelt nicht, so verdirbt er nichts. Er hält nicht fest, so verliert er nichts. Die Leute gehen an ihre Sachen, und immer, wenn sie fast fertig sind, so verderben sie es. Das Ende ebenso in Acht nehmen wie den Anfang, dann gibt es keine verdorbenen Sachen. Also auch der Berufene. Er wünscht Wunschlosigkeit. Er hält nicht wert schwer zu erlangende Güter. Er lernt das Nichtlernen. Er wendet sich zu dem zurück, an dem die Menge vorübergeht. Dadurch fördert er den natürlichen Lauf der Dinge und wagt nicht zu handeln. 65. Die vor Alters tüchtig waren, im Walten nach dem Sinn, taten es nicht durch Aufklärung des Volkes, sondern dadurch, dass sie das Volk töricht hielten. Dass das Volk schwer zu leiten ist, kommt daher,
daß es zu viel weiß. Darum, wer durch Wissen den Staat leitet, ist der Räuber des Staats. Wer nicht durch Wissen den Staat leitet, ist das Glück des Staats. Wer diese beiden Dinge weiß, der hat ein Ideal. Immer dies Ideal zu kennen, ist verborgenes Leben. Verborgenes Leben ist tief, weitreichend, anders als alle Dinge. Aber zuletzt bewirkt es das große Gelingen. 66. Dass Ströme und Meere Könige aller Bäche sind, kommt daher, dass sie sich gut unten halten können. Darum sind sie die Könige aller Bäche. Also auch der Berufene. Wenn er über seinen Leuten stehen will, so stellt er sich in seinem Reden unter sie. Wenn er seinen Leuten voran sein will, so stellt er sich in seiner Person hintan. Also auch, er weilt in der Höhe, und die Leute werden durch ihn nicht belastet. Er weilt am ersten Platze, und die Leute werden von ihm nicht verletzt. Also auch, die ganze Welt ist willig, ihn voranzubringen, und wird nicht unwillig. Weil er nicht streitet, kann niemand auf der Welt mit ihm streiten. 67. Alle Welt sagt, mein Sinn sei zwar groß, aber sozusagen unbrauchbar. Gerade weil er groß ist, deshalb ist er sozusagen unbrauchbar. Wenn er brauchbar wäre, so wäre er längst klein geworden. Ich habe drei Schätze, die ich schätze und wahre. Der eine heißt die Liebe. Der zweite heißt die Genügsamkeit. Der dritte heißt nicht wagen, in der Welt voranzustehen. Durch Liebe kann man mutig sein, durch Genügsamkeit kann man weitherzig sein. Wenn man nicht wagt, in der Welt voranzustehen, kann man das Haupt der fertigen Menschen sein. Wenn man nun ohne Liebe mutig sein will, wenn man ohne Genügsamkeit weitherzig sein will, wenn man ohne zurückzustehen vorankommen will, das ist der Tod. Wenn man Liebe hat im Kampf, so siegt man. Wenn man sie hat bei der Verteidigung, so ist man unüberwindlich. Wen der Himmel retten will, den schützt er durch die Liebe. 68. Wer gut zu führen weiß, ist nicht kriegerisch. Wer gut zu kämpfen weiß, ist nicht zornig. Wer gut die Feinde zu besiegen weiß, kämpft nicht mit ihnen. Wer gut die Menschen zu gebrauchen weiß, der hält sich unten. Das ist das Leben, das nicht streitet.
das ist die kraft die menschen zu gebrauchen das ist der pol der bis zum himmel reicht bei den soldaten gibt es ein wort ich wage nicht den herrn zu machen sondern mache lieber den gast ich wage nicht einen zoll vorzurücken sondern ziehe mich lieber einen fuß zurück das heißt gehen ohne beine fechten ohne arme werfen ohne anzugreifen halten ohne die waffen zu gebrauchen es gibt kein größeres unglück als den feind zu unterschätzen wenn ich den feind unterschätze stehe ich in gefahr meine schätze zu verlieren wo zwei armeen kämpfend aufeinander stoßen da siegt der der es schweren herzens tut Meine Worte sind sehr leicht zu verstehen, sehr leicht auszuführen. Aber niemand auf Erden kann sie verstehen, kann sie ausführen. Die Worte haben einen Ahn, die Taten haben einen Herrn. Weil man die nicht versteht, versteht man mich nicht. Eben dass ich so selten verstanden werde, darauf beruht mein Wert. Darum geht der Berufene im härenen Gewand, aber im Busen birgt er ein Juwel. 71. Die Nichtwissenheit wissen ist das Höchste. Nicht wissen, was Wissen ist, ist ein Leiden. Nur wenn man unter diesem Leiden leidet, wird man frei von Leiden. Dass der Berufene nicht leidet, kommt daher, dass er an diesem Leiden leidet. Darum leidet er nicht. 72. Wenn die Leute das Schreckliche nicht fürchten, dann kommt der große Schrecken. Macht nicht eng ihre Wohnung und nicht verdrießlich ihr Leben, denn nur dadurch, dass sie nicht in der Enge leben, wird ihr Leben nicht verdrießlich. Also auch der Berufene. Er erkennt sich selbst, aber er will nicht scheinen. Er liebt sich selbst, aber er sucht nicht Ehre für sich. Er entfernt das andere und nimmt dieses. 73. Wer Mut zeigt in Waghalsigkeiten, der kommt um. Wer Mut zeigt, ohne waghalsig zu sein, der bleibt am Leben. Von diesen beiden hat die eine Art Gewinn, die andere Schaden. Wer aber weiß den Grund davon, dass der Himmel einen hasst? Also auch der Berufene. Er sieht die Schwierigkeiten. Des Himmels Sinn streitet nicht und ist doch gut im Siegen. Er redet nicht und findet doch gute Antwort. Er winkt nicht, und es kommt doch alles von selbst. Er ist gelassen
und ist doch gut im Planen. Des Himmels Netz ist ganz weitmaschig, aber es verliert nichts. 74. Wenn die Leute den Tod nicht scheuen, wie will man sie denn mit dem Tode einschüchtern? Wenn ich aber die Leute beständig in Furcht vor dem Tode halte, und wenn einer Wunderliches treibt, soll ich ihn ergreifen und töten? Wer traut sich das? Es gibt immer eine Todesmacht, die tötet. Anstelle dieser Todesmacht zu töten, das ist, wie wenn man anstelle eines Zimmermanns die Axt führen wollte. Wer statt des Zimmermanns die Axt führen wollte, kommt selten davon, ohne dass er sich die Hand verletzt. 75. Dass das Volk hungert, kommt davon her, dass seine Oberen zu viele Steuern fressen. Darum hungert es. Dass das Volk schwer zu leiten ist, kommt davon her, dass seine Oberen zu viel machen. Darum ist es schwer zu leiten. Dass das Volk den Tod zu leicht nimmt, kommt davon her, dass seine Oberen des Lebens Fülle zu reichlich suchen. Darum nimmt es den Tod zu leicht. Wer aber nicht um des Lebens willen handelt, der ist besser als der, dem das Leben teuer ist. 76. Der Mensch, wenn er ins Leben tritt, ist weich und schwach, und wenn er stirbt, so ist er hart und stark. Die Pflanzen, wenn sie ins Leben treten, sind weich und zart, und wenn sie sterben, sind sie dürr und starr. Darum sind die harten und starken Gesellen des Todes, die weichen und schwachen Gesellen des Lebens. Darum sind die Waffen stark, so siegen sie nicht. Sind die Bäume stark, so werden sie gefällt. Das Starke und Große ist unten, das Weiche und Schwache ist oben. 77. Des Himmels Sinn, wie gleicht er dem Bogenspanner? Das Hohe drückt er nieder, das Tiefe erhöht er. Was zu viel hat, verringert er, was nicht genug hat, ergänzt er. Des Himmels Sinn ist es, was zu viel hat, zu verringern, was nicht genug hat, zu ergänzen. Des Menschen Sinn ist nicht also. Er verringert, was nicht genug hat, um es darzubringen dem, das zu viel hat. Wer aber ist imstande, das, was er zu viel hat, der Welt darzubringen? Nur der so den Sinn hat. Also auch der Berufene. Er wirkt und behält nicht. Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei. Er wünscht nicht, seine Bedeutung
vor andern zu zeigen. 78. Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres und Schwächeres als das Wasser. Und doch in der Art, wie es dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm gleich. Es kann durch nichts verändert werden. Das Schwaches, das Starke besiegt, und Weiches, das Harte besiegt, weiß jedermann auf Erden. Aber niemand vermag danach zu handeln. Also auch hat ein Berufener gesagt, wer den Schmutz des Reiches auf sich nimmt, der ist der Herr bei Erdopfern. Wer das Unglück des Reiches auf sich nimmt, der ist der König der Welt. Wahre Worte sind wie umgekehrt. 79. Versöhnt man großen Groll, und es bleibt noch Groll übrig, wie wäre das gut? Darum hält der Berufene sich an seine Pflicht und verlangt nichts von anderen. Darum, wer Leben hat, hält sich an seine Pflicht, wer kein Leben hat, hält sich an sein Recht. 80. Ein Land mag klein sein und seine Bewohner wenig. Geräte, die der Menschenkraft vervielfältigen, lasse man nicht gebrauchen. Man lasse das Volk den Tod wichtig nehmen und nicht in die Ferne reisen. Ob auch Schiffe und Wagen vorhanden wären, sei niemand, der darin fahre. Ob auch Panzer und Waffen da wären, sei niemand, der sie entfalte. Man lasse das Volk wieder Stricke knoten und sie gebrauchen statt der Schrift. Mach süß seine Speise und schön seine Kleidung, friedlich seine Wohnung und fröhlich seine Sitten. Nachbarländer mögen in Seeweite liegen, dass man den Ruf der Hähne und Hunde gegenseitig hören kann. Und doch sollen die Leute im höchsten Alter sterben, ohne hin und her gereist zu sein. 81. Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr. Tüchtigkeit überredet nicht, Überredung ist nicht tüchtig. Der Weise ist nicht gelehrt, der Gelehrte ist nicht weise. Der Berufene häuft keinen Besitz auf. Je mehr er für andere tut, desto mehr besitzt er. Je mehr er anderen gibt, desto mehr hat er. Des Himmels Sinn ist fördern, ohne zu schaden. Des Berufenen Sinn ist wirken, ohne zu streiten. Ende von 81. Ende von Tao Te Ching von Lao Tzu, übersetzt von Richard Wilhelm.